Der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga gegen den Tabellenzehnten der holländischen Ehrendivision. Auf den ersten Blick eine ziemlich einseitige Angelegenheit. Wolfhard Kuhlens hat es eben bereits anklingen lassen, aber Pokalspiele haben ja bekanntlich eigene Gesetze und daher konnte von einer Favoritenrolle der Hamburger für meine Begriffe auch keine Rede sein. Gute äußere Bedingungen im Hamburger Volksparkstadion, aber nur 18.200 zahlende Zuschauer. Der HSV in den ersten 45 Minuten von rechts nach links im Bild, also ganz in weiß. Freistoß für die Hamburger. Schiedsrichter übrigens Dusan Krechnack aus der CSSR. Er hatte ja im letzten Jahr das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Utrecht geleitet. Manfred Kaltz wird ausführen. Jakobs völlig frei und die erste gute Möglichkeit für den HSV nach 120 Sekunden. Uli Stein, auch er nervös in der Anfangsphase wie alle Hamburger. Möglichkeit für Utrecht. Und Holger Hieronymus dazwischen, eine der wenigen Chancen für die Holländer in der ersten Halbzeit. Der HSV war natürlich bemüht, ein schnelles Führungstor zu erzielen, aber Abwehr und Mittelfeld der Holländer waren glänzend disponiert in dieser ersten Halbzeit und sie hatten auch das nötige Quäntchen Glück. Das ist Jimmy Hartwig. Und Libero Mansfeld, dem mir fast ein Eigentor unterlaufen wäre. Libero Mansfeld mit 37 Jahren der älteste Spieler auf dem Platz. Hier noch einmal die Zeitlupe. Allerdings eine unglückliche Aktion. Er spitzelt den Ball. Glücklicherweise aus der Sicht der Holländer zum Eckball. Memering mit einem platzierten Schuss aus der zweiten Reihe. Aber das war auch so ziemlich die einzige gute Aktion des Hamburgers, an dem das Spiel doch über weite Strecken vorbeilief. Eckstoß durch Kaltz. Magath gegen Jan Wouters und dann kommt Milewski. Gespielt jetzt 15 Minuten und der HSV weiterhin mit den größeren Spielanteilen, aber ohne Ideen, ohne Spielwitz. Immer wieder wurde Horst Rubesch gesucht und der war bei Vorstopper Chatinier glänzend aufgehoben. Foulspiel des Nationalmittelstürmers, eindeutiges Foulspiel, muss man betonen. Er rempelte Torwart Hans von Beukelen im 5-Meter-Raum, der den Ball bereits sicher in den Händen hatte. Wir sehen es hier noch einmal ganz deutlich in der Zeitlupe. Natürlich kein Tor, weiterhin 0:0. Der HSV mit viel Schwung, mit viel Elan, es wurde viel gelaufen, es wurde auch vieles versucht. Aber die Angriffsaktionen waren zu durchsichtig, wenngleich Milewski hier natürlich viel, viel Pech hatte. Das hätte durchaus gut und gerne das erste Tor für den HSV sein können. Auch hier die Wiederholung, schöner Kopfball. An diesem Ball wäre Hans von Breukelen wahrscheinlich kaum herangekommen. Milewski hatte sich leicht verletzt. Aber er musste dann doch später gegen Thomas van Heesen ausgewechselt werden. Hieronymus. Hartwig. Rubesch, Magath. Ja, Sie sehen, wie eng und wie gut gestaffelt die Abwehr der Holländer ist. Und Horst Rubesch, glänzende Reaktion von Hans von Breukelen, dem Nationaltorwart. Das heißt, im Prinzip ist er ja die Nummer 2 nach Piet Schreibers. Aber er hat bereits zwei A-Länderspiele für Holland gemacht. Noch einmal der schöne, wuchtige Kopfball von Horst Rubesch und die ebenso glänzende Reaktion von Breukelen. Manfred Kaltz, langer Pass, Lars Bastrop, Milewski, es sollte nicht sein. Imponierend bei Utrecht, das muss man an dieser Stelle noch einmal betonen, die großartige Deckungsarbeit, die die Holländer
in dieser ersten Halbzeit praktizierten. Es wurde sehr, sehr eng gedeckt. Die Hamburger wurden schon im Mittelfeld früh attackiert. Und das brachte den HSV ganz offensichtlich erheblich durcheinander. Hartwig. Tja, was soll man da noch sagen? Torchancen über Torchancen für den HSV. Aber ein Treffer wollte nicht fallen. Manfred Kals. Immer wieder schaltet er sich den Angriff an und Lars Bastrop völlig frei. Auch Horst Rubisch kann es nicht fassen. Gespielt waren 35 Minuten. Auch hier die Zeitlupe. Ein schulmäßiger Kopfstoß. Aber es blieb beim 0:0 und damit wurden dann auch die Seiten gewechselt. Das war natürlich aus Hamburger Sicht enttäuschend, aber noch nicht einmal unverdient. Zu Beginn der zweiten Halbzeit dann das gleiche Bild. Immer wieder hohe Flanken in den Strafraum. So war die Abwehr der Holländer nicht in Verlegenheit zu bringen. Hier das Beispiel Bastrop und wieder einer dieser lang aufgeschossenen holländischen Abwehrspieler. Da war ganz einfach kein Durchkommen. Magath. Wieder hoch in den Strafraum. Aber Sie sehen selbst. Und dann der Verzweiflungsschuss aus der zweiten Reihe von Holger Hieronymus. Anders kann man es schon nicht mehr bezeichnen. Der HSV fand keine Mittel und fand keine Wege. Die Hamburger bemühten sich nach wie vor, das muss man allen Spielern bescheinigen, aber wie schon gesagt, keine Einstellung heute zum Gegner und vor allem, was viel wichtiger ist, sie fanden keine Lücke. Noch einmal, Holger Hieronymus, immer wieder hoch in den Strafraum und so war die Abwehr der Holländer nicht zu überwinden. Magath. Hieronymus. Sie sehen Powerplay in der Hälfte der Holländer. Manfred Kals, Horst Rubisch. Ja, da kann man natürlich wirklich schon ein bisschen verzweifeln. Völlig frei der Nationalmittelstürmer. Und dann ein bisschen zu viel Drive, ein bisschen zu schlecht getimt. 0:0 weiterhin. Noch eine gute halbe Stunde zu spielen, noch immer, wie gesagt, kein Tor im Hamburger Volksparkstadion. Das hatte natürlich keiner der Zuschauer und keiner der Experten erwartet. Und jetzt wurde es fast schon ein Spiel gegen die Uhr. Rubisch. Sehr beweglich. Immer wieder versucht er es über die Flügel. Möglichkeit. Horst Rubisch mit dem rechten Fuß und Hans von Beukelen mit dem linken. Der Holländer in überragender Form an diesem Tag. Ihm allein hatten es die Holländer zu verdanken, dass es noch immer 0:0 stand. Manfred Kals machte das Spiel schnell. Auch er bemühte sich. Und Achtung! Eine herrliche, eine akrobatische Einlage von Thomas van Heesen, der wie gesagt für Milewski ins Spiel gekommen war. Das war wirklich ein Tor wert. Wir werden diese sehr schöne Einlage noch einmal in der Zeitlupe sehen. Aber ich muss mich wiederholen, ich muss mich wirklich wiederholen, wenn ich sage, nichts klappte, rien ne va plus, nichts mehr ging beim HSV, trotz aller Bemühungen. Gespielt jetzt bereits 79 Minuten. Und Achtung, Jakobs verliert einen Zweikampf gegen Carbo, bleibt stehen, reklamiert Handspiel, verliert wertvollen Boden und Carbo erzielt das 0:1, wie gesagt, in der 79. Minute. Und es war kein Abseits, auch wenn es so aussah, aber der Torschütze Willi Carbo war beim Diagonalpass noch nicht einmal auf gleicher Höhe mit seinem Mitspieler Jan Wouters. Wir werden es jetzt noch einmal deutlich sehen. Das ist Jan Wouters. Dann kommt der Pass, kein Abseits. Ein korrektes Tor. Eine richtige Entscheidung von Schiedsrichter Krechnack aus der GSSR. 0:1. Das war natürlich eine Riesenüberraschung.
Und es laufen die letzten Sekunden. Jimmy Hartwig, und diese Szene verdeutlicht bereits eine gewisse Resignation bei den Hamburgern. Denn heute Abend lief beim besten Willen kaum etwas beim Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga zusammen. Das Spiel ist aus, die Sensation ist perfekt. Der HSV hat auf eigenem Platz mit 0:1 gegen den FC Utrecht verloren. Das Endergebnis stellt den Spielverlauf zwar total auf den Kopf, aber ich sagte schon zu Beginn unserer Aufzeichnung, Pokalspiele haben ihre eigenen Gesetze. Der beste Beweis wurde heute Abend im Hamburger Volksparkstadion geliefert. Und damit zurück zu Wolfhard Kulenz nach Frankfurt.